Servus Freunde, willkommen auf meinem Kanal Kuchengrill Balewa. Heute gibt es bei mir einen leckeren Bauchspeck. Hier habe ich etwas mehr wie 2 Kilo. Das Rezept habe ich von meinem Freund und Verwandten Andi. Liebe Grüße an dich. Dafür brauchen wir selbstverständlich Salz, Lorblätter, Pfeffer schwarz, Pfeffer weiß, Paprika süß, Knoblauch trocken, Paprika scharf, etwas Chili und Knoblauch. Hier haben wir Rippen, die trenne ich jetzt von dem Speck. Schön vorsichtig, nicht zu viel abschneiden. So ist okay. Das machen wir mit dem anderen Stück auch. Super. Ich teile mir sie in 3 Portionen auf. Das andere auch. So, wir legen jetzt mit dem Knoblauch los. Den pressen wir durch. So, der Knoblauch ist fertig. Wir nehmen Salz. Salz könnt ihr nach Geschmack machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich würde sagen, es reicht. Jetzt kommen die anderen Zutaten rein. Die Lorblätter später. Das alles vermischen wir jetzt gründlich. Also riechen tut es schon mal gut. Jetzt nehmen wir den Speck und ab damit. Und gründlich einmassieren. Jeder Seite. So, der erste ist fertig, jetzt der nächste. Und so machen wir jetzt mit allen Stücken. Richtig einmassieren. Der Speck wird gekocht und ich zeige euch gleich wie und was. Wie gesagt, das ist schon gekocht. So, was wir noch dafür brauchen, sind solche Gefrierbeutel. Die eignen sich perfekt dafür. Die halten gute Hitze aus, gehen auch nicht kaputt. Da lege ich jetzt 2 Stück pro Beutel rein. Und das zumachen und die ganze Luft muss raus. Wenn die ganze Luft raus ist, nehmen wir noch einen Beutel. Zur Sicherheit, sonst zerplatzt und legen ihn nach. Und ebenfalls die ganze Luft raus. Und so soll es aussehen. Und das alles machen wir mit der restlichen. So Freunde, das Fleisch wird sich in seiner eigenen Marinade kochen, deswegen auf die Beutel, dass auch nichts verloren geht. Jetzt kommt das Fleisch rein. Das Fleisch wird circa 2 Stunden vor sich her kochen.
Vorsicht, dass auch nichts überläuft. Man kann es auch etwas eindrücken. Gründlich rein, dass auch richtig unter Wasser ist. Das alles zuschließen. So, das alles stellen wir jetzt auf eine mittlere Stufe. Freunde, unser Fleisch ist fertig. Kann man schön sehen, wie viel Saft er hergegeben hat. Der kommt jetzt raus und bleibt draußen, wird zum Abkühlen und später wird er in den Kühlschrank gelegt. Das sieht ja toll aus und das riecht auch super schon. Das sieht ja gut aus. Freunde, wie gesagt schon, die bleiben jetzt kurz raus zum Abkühlen und dann ab in den Kühlschrank. Und morgen sehen wir uns wieder zum Probieren. So Freunde, 24 Stunden sind jetzt rum, genau bei mir. Wir schauen jetzt gemeinsam rein, wie es aussieht. Wie ihr seht, fehlt schon ein Stück. Das habe ich heute nach der Nachtisch schon gegessen. War mega lecker. So Freunde, wir probieren jetzt gemeinsam, wie ihr seht, schön hart von außen und schön weich von innen, geht wie durch Butter. Freunde, wie ihr seht, es sieht richtig gut aus und es riecht auch super. Ich probiere es mal, etwas Brot, etwas Senf, darf nicht fehlen. Scheibe. Das schmilzt richtig auf der Zunge. Ich empfehle es jedem. Probiert es nach. Probier noch ein Stück. Okay, nicht genug. Lecker. Freunde, ich habe ein kleines Geschenk erhalten. Und zwar von der Lasermanufaktur Werben. Und zwar solche Schieferplatten. Vielen Dank. Sollte es jemand interessieren, findet ihr den Link dafür unten bei mir in der Infobox. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, so lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ciao Freunde, bis zum nächsten Mal.